Wie ist der Krieg bis jetzt verlaufen? Wie hat der Krieg gegen die Geth eigentlich angefangen? Admiral Zenn hat eine Gegenmaßnahme gegen die aktiven Scans der Geth entwickelt. Sie ähnelt einer Blendgranate und hat die Geth-Schiffe im Kampf sehr effektiv außer Gefecht gesetzt. Meine Flotte musste die Gelegenheit nutzen und griff an. Die Technologie klingt nützlich. Hilft das auch gegen die Reaper? Es funktioniert nur gegen die Geth. Leider. Ihre KI ermöglicht den Einsatz extrem detaillierter Laderpings. Zens Gegenmaßnahme überschüttet sie mit Datenmüll. Und jetzt ist sie nutzlos, weil die Reaper ihre Rechenleistung erhöht haben. Verdammt. Zurück bei den Quarianern? Wie ist es zurück in der Flotte? Im Moment ist es sehr anstrengend. Ich bin Admiral und stehe mitten im Krieg. Ich will nur, dass wir das hier lebend überstehen. Alles andere kann warten. Kommen Sie danach mit mir? Wenn das hier vorbei ist, könnte ich Ihre Hilfe gebrauchen. Nein, Shepard. Wenn wir das hier überleben, haben wir eine Heimatwelt. Mein Volk braucht mich. Sie helfen Ihrer Heimatwelt, wenn Sie die Reaper bekämpfen. Ich weiß nicht. Wie gesagt, so weit denke ich noch nicht voraus. Was ist mit Legion? Was ist mit Legion? Er kehrte ins Gebiet der Geth zurück, nachdem sie sich der Allianz gestellt hat. Dann haben Sie ihn nicht mehr gesehen? Legion und ich haben ein paar Mails gewechselt. Ich hatte gehofft, wir könnten Verhandlungen aufnehmen. Aber ich wurde mit 3-2 überstimmt. Admiral Corris glaubte als einziger, dass es funktionieren könnte. Und seit dem Angriff hat sich daran irgendwas geändert? Haben Sie immer noch Kontakt oder gar nicht mehr? Wissen Sie, wo Legion jetzt ist? Nein. In seiner letzten Nachricht hat er mir mitgeteilt, dass die Geth Probleme hätten, einen Konsens zu finden. Seitdem nichts? Vielleicht kämpfte er gegen die Übernahme durch die Reaper. Oder er wollte dem Feind keine Informationen geben. Ich hätte ihn vor der Invasion warnen können. Ich hab's nicht getan. Sie hätten ihr eigenes Volk hintergangen. Ich wollte nie ein Admiral sein. Ja, die Verantwortung ist groß. Auf Wiedersehen. Wir reden später, Tali. Für ein privates Gespräch können Sie mich in Ihre Kabine rufen. Ah, okay. Admiral Rahn. Shepard, die Flotte steht unter schwerem Beschuss. Wir müssen das Schlachtschiff ausschalten. Erzählen Sie mir von der Patrouillenflotte. In Friedenszeiten war die Patrouillenflotte für Navigation, innere Sicherheit und die Schlichtung von Konflikten zwischen Schiffen zuständig. Jetzt decken wir mit unseren leichten Fregatten und Jägern hauptsächlich die Flanken der schweren Flotte. Und die Zivilflotte? Erzählen Sie von der Zivilflotte. Das sind unsere Zivil-, Sanitäts- und Lebensschiffe. Admiral Corris koordiniert sie, aber die Captains der einzelnen Schiffe haben nach wie vor Befehlsgewalt. In Friedenszeiten haben sie den Hauptteil unserer Flotte ausgemacht. Heute würde unsere militärische Stärke sogar die Turianer ins Grübeln bringen. Und wer von ihnen hat die größte Flotte? Tali sagte, sie hätten die größte Flotte der Galaxie. Die Turianer haben mehr Schlachtschiffe. Ihre militärische Gesamtmacht übersteigt die unserer schweren Flotte bei weitem. Aber bevor wir in diesen Krieg zogen, rüsteten wir jedes Schiff der quarianischen Flottille für den Kampf auf. Sogar unsere Lebensschiffe haben jetzt Kanonen. Das ist verrückt. Sie haben sie zu Schlachtschiffen umgebaut. Das ist eine Verletzung des Abkommens von Pharixen. Die Lebensschiffe haben zwar eine Feuerkraft wie ein Schlachtschiff, aber ihr primärer Zweck ist nach wie vor die Nahrungsproduktion. Glauben Sie, den Rat interessieren solche Details? Falls nötig, werde ich mich nach Ende dieses Krieges dafür entschuldigen. Und bis dahin bringen Sie Ihre Zivilisten in Gefahr. Nicht leichtfertig, Commander. Wir halten Sie vor der Front fern, aber wir werden alles tun, um zu siegen. Wie steht das mit der schweren Flotte? Was wissen Sie über Admiral Geralds schwere Flotte? Sie war vor dem Krieg unsere militärische Hauptstreitmacht und bestand aus allen quarianischen Schiffen, die für längere Kämpfe ausgerüstet waren. Mit den turianischen Streitkräften ist sie natürlich nicht vergleichbar, aber wir haben immerhin einige schwere Fregatten und moderne Jägerstaffeln. Okay, das hatten wir schon, oder? Eigentlich schon. Tali sagte, sie hätten die größte Flotte der Galaxie. Die Turianer haben... Aber bevor wir in diesen Krieg zogen, rüsteten wir... Bla, bla. Glauben Sie, den Rat interessieren Sie? Falls nötig... Und bis dahin bringen... Nicht leichtfertig, Commander. Wir halten Sie von der Front fern, aber wir werden alles tun, um zu siegen. Welche Flotte kommandiert Admiral Zenn?
Spezialprojekte. Das ist eigentlich gar keine Flotte. Nur einige Forschungsschiffe. Ihre technischen Errungenschaften haben uns der Heimatwelt schon viele Schritte näher gebracht. Gut, auf Wiedersehen. Sie können zurück an die Arbeit. Danke, Commander. So, dann gucken wir mal, wo ist der andere Admiral? Nicht hier? Das wäre merkwürdig. Aber es sieht fast so aus. Das sind hier alles nur unsere Allianz mit Soldaten und Soldatinnen. Gut, dann werden wir Tali nochmal schnell in unsere Kabine rufen. Und danach werden wir ihnen helfen, würde ich mal sagen. Sie hätten den Krieg nicht anfangen dürfen. Obwohl wahrscheinlich das Eintreffen der Reaper eh wieder einen Krieg ausgelöst hätte zwischen Geth und Quarianer. Ich bin immer verwirrt, wenn ich an der Stelle stehe. So. Weltraumhamster? Ja, der lebt noch. Fische mal wieder füttern. Sieht übrigens jetzt sehr schön aus, wenn sie nicht rausgeglitscht sind. Quallen, alles ist voll mit Fischen. Tali, wenn Sie raufkommen möchten. Ich bin gleich da. Danke für die Einladung. Ich konnte vor Rahn nicht frei sprechen. Alles okay? Nein. Nein, überhaupt nicht. Verantwortung für 17 Millionen. Und ich weiß nicht, ob ich sie retten kann. Es ist nicht Ihre Verantwortung. Sie tun Ihr Möglichstes. Falls die Flotte scheitert, dann nicht wegen Ihnen. Ich habe meinem Vater geholfen. Und Sens Pläne? Die neue Tech für die ach so wunderbare Invasion basiert auf der Arbeit meines Vaters. Wenn Sie wegen mir sterben. Und ich... Wir holen Sie sicher da raus, Tali. Ohne Sie könnte ich das nicht, Shepard. Ich blöffe doch nur und versuche, dass alle glauben, dass die Admiralstochter weiß, was sie tut. Nicht die Admiralstochter. Der Admiral. Ich weiß. Jetzt kann ich wenigstens die schlimmsten Ideen kontern. Darum habe ich den Posten angenommen. Und wegen ihm. Wegen mir? Als ich das Angebot bekam, habe ich mich gefragt, was Sie tun würden. Sie würden die Chance nutzen, etwas zu verbessern. Das klingt wahrscheinlich dumm, aber ich kann so etwas nicht besonders gut. Alles in Ordnung, Tali. Und danke. Ich muss zurück, bevor die Admirals wieder Probleme kriegen. Wir reden später weiter. Okay. Puh. Energieentzug entriegelt. Es kommt mir irgendwie so vor, als wäre Tali dann doch bald wieder ein vollwertiges Crewmitglied. Ich weiß es allerdings wirklich nicht. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Hier raus wahrscheinlich? Nee, sieht nicht so aus. Wo muss ich denn dann hin? Einfach mal einen Massenportalsprung machen. Ach, direkt daneben. Zum Perseusnebel. Und mal wieder ein Geth-Schiff infiltrieren. Ein noch stärkeres als sonst. Das ist nicht gut. Pichu. Wow. Was ist denn hier alles los? Die Migrantenflotte. Das Geth-Trümmerfeld. Wir werden mal erst zum Geth-Trümmerfeld fliegen. In der Nähe des Sterns registriert die Scanner der Normandy eine fast unzählbare Menge von Statiten. Satelliten, die mit Solarsegeln ihre Position selbst korrigieren. Die Geth haben die ultraleichten Konstruktionen rund um die Sonne platziert, um Energie zu sammeln. Die Verteilung entspricht einer sogenannten Dyson-Blase. Dazwischen befinden sich Raumstationen und Server, die ihre Energie über drahtlosen Transfer von den Statiten beziehen. Die meisten dieser Raumstationen sind jetzt nur noch Wracks.
und zahlreiche Solarsegel wurden ebenfalls zerstört. Anscheinend haben die Quarianer mit der Vernichtung begonnen, wurden dann aber unterbrochen und konnten den Angriff nicht beenden. Okay. Ich würde schon gern zur Migrantenflotte. Aber wir können nicht andocken. Die Migrantenflotte besteht aus 50.000 Schiffen mit über 17 Millionen Quarianern und ist damit die größte Ansammlung von Raumschiffen in der bekannten Galaxie. Es zeugt vom strategischen Geschick der Quarianer, dass diese Zahl in den Schlachten der letzten Zeit nicht nennenswert gesunken ist. Die Flotte befindet sich jetzt auf der anderen Seite der Sonne von Ranok und ist um ihr Vorgehen vor den Geth zu verbergen. So wie das aussieht, sieht echt schön aus, aber es sind nicht so wenig Schiffe, es sind halt noch viel, viel mehr, das sind nur die großen Lebensschiffe und so. Okay, das ist lustig, auf der einen Seite der Sonne und der Krieg findet in der ganzen, im ganzen System statt. Scans des Geth-Schlachtschiffes im Orbit von Ranok zeigen eine einschüchtern vielseitige Bestückung von einem verbesserten Hauptgeschütz über Anti-Raumschiff-Laser im Ultraviolettbereich bis hin zu verstärkter Triebwerkleistung. Geth-Arbeiter wollen keine Pausen, Löhne oder Autonomie und die einzigen Einschränkungen beim Bau ihres Flaggschiffs waren Zeit und Rohmaterial. Der Schaden, den die quarianische Flotte angerichtet hat, ist bestenfalls oberflächlich. Ganz schön fettes Schiff. Docken wir mal an. Unsichtbar. Und Tali kann tatsächlich, muss sogar mitkommen. Oder? Ja, sie muss mitkommen. Und wir können ihr Aussehen jetzt schon ändern. Welches nehmen wir? Das schwarze? dieses komische mit Schmuck drumherum. Ich finde das am besten. Wen könnten wir mitnehmen? Javik kennt die Quarianer gar nicht so. Vielleicht wäre das eine interessante Wahl. Ach, ich finde das Schwarze besser. Oder? Eigentlich spielt es keine Rolle. Wen könnten wir mitnehmen? Das ist immer so kompliziert. Ich würde gerne alle mitnehmen, um alle Konversationen abzudecken. Ich nehme Liara mit. Ich weiß nicht wieso, ich mach's einfach mal. Puh. Und hier könnten wir jetzt zur Carnifex wechseln. Oh, die habe ich ja noch nicht geupgradet. Na, dann machen wir es bei der nächsten Mission. Guckt euch mal an, 8 verschiedene Waffen. So, Tali nimmt nicht eine Katana, sondern lieber einen Drohnenwerfer. Mit Schadenserhöhung. Vielleicht auch mit Präzisionserhöhung wäre gar nicht mal so schlecht. Ups. So, und hier. Sie kann ja mal die Carnifex mitnehmen. Vielleicht bringt ihr das was. Zack, zack. Und sie hat ja schon Upgrades drauf. Übrigens Munition glaube ich nicht, dass es da irgendwas gäbe, dass es was verbessert. So. Okay, 12 Punkte. Nur worauf? Brandmunition, das Ruptor, Kryomunition. Vielleicht das Ruptor, da wir gleich gegen Geth kämpfen. Das wäre ganz gut. Mehr Reservemunition. Oh, das ist ja auch nicht schlecht. Reservemunitionskapazität erhöhen oder 25% mehr. Na doch, Kopfschussschaden klingt noch besser. Lyra hat 10 Punkte. Die können wir auf Warp machen, glaube ich. Zack. Okay, dafür habe ich keinen Punkt mehr. Und Tali hat 71 Punkte. Zack, zack. Na komm, zack und zack. Aufladetempo. Wahrscheinlich der Fähigkeiten. Oder Gesundheit und Schildboni. Machen wir mal Aufladetempo hoch. Und da den Tech-Schaden. Aufladetempo oder der Drohnenkräfte. Das machen wir mal so. Ich glaube, die Drohnen. Achso, sie hat zwei verschiedene Drohnen: Kampfdrohne und Abwehrdrohne. Schalten wir erstmal beide frei. Setzen sie in diese holographische Drohne ein. Ah, okay. Elektroschocks ist auch nicht schlecht.
Schaden noch ein bisschen erhöhen. Sabotage ist natürlich ganz wichtig gegen Geth. Kraftdauer oder... Moment, wenn Feindeswaffen überhitzen, wird ihr erlittene Schaden um 30% erhöht. Oder Kraftdauer. Na, machen wir es mal so. Sabotierte Roboter explodieren, wenn sie zerstört werden, wodurch in einem Radius von 4 Metern 455,00 Schaden verursacht werden. Klingt gut. Gehackte synthetische Wesen auf ihrer Seite bewegen sich schneller und versuchen 100% mehr Schaden oder sämtlicher Tech-Schaden am Ziel 10 Sekunden lang um 100%. Nein, machen wir das mal lieber so rum.